Moin und hallo, schön, dass ihr wieder mal eingeschaltet habt. Ist es bei euch auch so frostig? Ich bin gerade mit unserer Josie wieder da vom Spaziergang. Das ist ja richtig tolles Wetter. Die Sonne scheint zwar, aber es ist eisig kalt. Ich habe mir schon mal meine Wohlfühlklamotten angezogen und habe gedacht, ach, die Kekse backst du jetzt noch schnell. Die wollte ich sowieso schon länger machen. Genau, was machen wir heute? Heute machen wir Fensterglaskekse. Ihr seht es, wenn sie fertig sind. Ich kann es jetzt schlecht beschreiben. Auf jeden Fall brauchen wir einen Teig für die Kekse. Und für das Fensterglas brauchen wir Bonbons. Und zwar habe ich mich entschieden für Campino-Bonbons. Die gibt es ja in vier verschiedenen Farben. Ich habe mich jetzt für drei entschieden. Orange, Rot und Dunkelrot. Ja, ich fange einfach an. Und zwar werden erstmal die Campino-Bonbons nach Farben sortiert. Ich habe mich jetzt für 1, 2, 3, 6 Stück, nein 7, 7 Stück pro Portion entschieden. Die werden jetzt erstmal im Thermomix zerkleinert. Also 7 Campinos in den Thermomix. So. Deckel. Da. Die werden jetzt grob zerkleinert und zwar 3 Sekunden Stufe 6. Ich glaube, das war ja schon zu lange. Bonbonstaub, Bonbonstaub. Nee, aber ist genau richtig eigentlich. 3 Sekunden Stufe 6. So sieht das jetzt aus. Schöner, feiner Johannisbeer-Bonbon-Staub. Das mache ich jetzt auch noch mit den anderen beiden Sorten und hole euch dann gleich wieder dazu. Jetzt geht's weiter. Und zwar machen wir uns jetzt an den Teig. Wir brauchen Puderzucker, den machen wir natürlich selbst, klar. 100 Gramm Zucker. Ganz so fein muss er allerdings gar nicht sein. Ich nehme jetzt mal 10 Sekunden Stufe 10. Das passiert mit Zucker 10 Sekunden Stufe 10. Jawohl! So, weiter geht's. Mit 200 Gramm weicher Butter, die habe ich hier schon mal abgewogen und kurz in die Mikrowelle gegeben. Also 200 Gramm Butter. Dann kommt dazu ein Teelöffel oder zwei, so wie ihr wollt, Vanillezucker. Ihr könnt auch Mandelaroma oder so reingeben, ganz wie ihr wollt. Das verrühren wir jetzt und zwar 30 Sekunden, Stufe 3,5, 4, so wie ihr mögt. Und jetzt kommt nur noch Mehl dazu. Waage an und zwar 200 Gramm. Mal gucken, ob das noch passt. Ja, sieht gut aus. Oder auch nicht. Jawohl. So, das Mehl wird jetzt nur noch kurz untergeknetet und zwar eine Minute auf Teigknetstufe. Fertig. Jetzt haben wir so einen Teig, der zieht so leicht Spitzen. Dann ist er genau richtig. Den füllen wir jetzt um. So, jetzt geht es ab in den Kühlschrank für eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, Stunde, je nachdem. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Eine halbe Stunde ist rum. Ich fange jetzt aber an, weil ich habe das Gefühl,
wenn der Teig noch kälter wird, lässt er sich nicht mehr so leicht ausrollen. So, Arbeitsfläche einmehlen. Oben auch ein bisschen Mehl drauf. Dann nimmt ihr ein Stück Frischhaltefolie. So ist es zumindest von mir geplant. Und dann rollt ihr das Ganze aus. Gut, dann nehmen wir unser Ausstechförmchen. Erstmal brauchen wir eine große Form. Die legen wir dann aufs Backblech. So. Die erste Portion ist fertig. Jetzt nehmt ihr, wenn ihr habt, kleine Förmchen und stecht damit in der Mitte so ein Stück aus. Genau. So, damit ich den Teig jetzt auch rausbekomme, nehme ich einfach hier so einen Stab und zack. Das erste Blech ist jetzt halb fertig. Die kommen jetzt erstmal für 4-5 Minuten, ich muss das selbst erstmal testen, in den vorgeheizten Backofen bei Umluft 170 Grad. Aber ihr seid ja live dabei. Wie es weitergeht, seht ihr gleich. So, die ersten 5 Minuten bei 170 Grad sind rum. Jetzt nehmen wir von dem Bonbonstaub etwas und geben das in die Mitte. Ganz vorsichtig. Ich habe das selbst auch noch nie gemacht. Premiere. Nicht zu viel. Denn je mehr man reingibt, je dicker wird das Ganze nachher. Es muss auch nicht großartig verteilt werden, denn der Bonbonstaub wird gleich schmilzen und verläuft dann von selbst. Die backen wir jetzt noch zu Ende. Bis gleich! Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt weitermachen soll, denn ja, irgendwie ist alles schief gelaufen. Na, alles jetzt nicht, aber ich konnte noch ein bisschen retten. Und zwar das erste Blech, das ich gemacht habe, da habe ich den Teig wohl zu dünn ausgerollt. Ja, außerdem war der Teig etwas zu weich. Ja, ich zeige euch mal das Foto von den Missglückten, beziehungsweise zeige euch die mal so. Könnt ihr die sehen? So, man kann also durchgucken. Sieht aus wie Fensterglas. Aber dadurch, dass der Teig zu dünn war, ist der Teig komplett in die Mitte gelaufen. Ja, und natürlich auch sehr dunkel geworden. Beim zweiten Blech habe ich mir dann überlegt, dass ich die größer mache und auch ein größeres Loch ausstech. Und dann sind sie so geworden. Die Form ist jetzt natürlich nicht so schön, weil ich hatte keine große Sternchenform, da hatte ich nur die kleinen. Aber ich denke mal, ich habe sie noch gerettet. Aber im Endeffekt muss ich sagen, kann ja auch nicht immer alles gut laufen. Ich habe jetzt mal so einen kleinen probiert. Und wenn ihr den nachmacht, ganz wichtig, dass ihr wirklich nur ganz wenig von dem Bonbonstaub, sage ich mal, hereingebt, weil es ist jetzt schon
sehr hart, wenn man sie essen will. Also wie gesagt, wenn ihr sie nachmachen wollt, nur wirklich ganz, ganz dünn, dann funktioniert das auch. Als ich dann gemerkt habe beim ersten Blech, dass zu wenig Mehl drin war, beziehungsweise der Teig war einfach zu weich, habe ich bei der zweiten Menge, die ich hatte, nochmal ein bisschen Mehl durchgeknetet. Dann sind sie halt nicht so verlaufen, dann sehen sie so aus. Oder so. Oder so. Ja, im Großen und Ganzen habe ich hier nochmal so ein Tellerchen dekoriert, habe eine Lichterkette drunter gemacht. Das Foto zeige ich euch jetzt mal. Ja, das waren die bunten Fensterglasplätzchen der Thermimaus. Etwas verunglückt, aber ich denke mal, zum Schluss konnte ich doch noch was retten. Wenn euch das Video gefallen hat, ja, es hat euch bestimmt gefallen, oder? Gebt mir trotzdem einen Daumen hoch. Würde mich natürlich sehr freuen. Wenn ihr das Rezept nachmachen wollt, gebt 50 Gramm Mehl mehr dazu, als ich es getan habe. Das Rezept setze ich nicht in die Infobox. Bitte entnehmt es dem Video. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen. Schönen Nikolaustag wünscht euch die Thermimaus. Bis bald. Tschüss.